Ab und an zeigt sich das Wetter auch mal von der ungemütlichen Seite. Doch meistens haben wir Glück und können die Orte am Attersee, der übrigens der größte See ist, der vollständig in Österreich liegt, ungestört erkunden. Gerne kehren wir im Restaurant Das Klimt im Gustav-Klimt-Zentrum in Schörfling ein. Von Frühstück über Mittagessen und Kaffee bis hin zu Abendessen findet man hier immer etwas auf der Karte und ich mag das Ambiente. Ebenfalls in Schörfling liegt das Restaurant Zenzenstuben, in dem eine gepflegte Alpenküche mit ordentlich Fleisch serviert wird. Im Sommer kann man draußen sitzen, ansonsten im Wintergarten. Und auch wenn das Restaurant nicht direkt am Wasser liegt, ist die Aussicht gerade bei Sonnenuntergang sehr stimmungsvoll. Strahlt dann schon am frühen Morgen die Sonne vom blauen Himmel, ist es mal wieder Zeit für eine gemütliche Fahrt mit dem Elektroboot. Dieses Mal starteten wir vom Bootsverleih Attersee in Attersee am Attersee. Das ist jetzt ziemlich viel Attersee, aber so lässt es sich gut merken. Der Bootsverleih liegt übrigens genau neben dem Restaurant Seehof, das ich ebenfalls empfehlen kann. Und wer Lust auf eine Runde Minigolf hat, kann hier den Schläger schwingen. Seht euch der Sinn nach Fisch? So ist mein Tipp das Restaurant Fischer Sepp in Seewalchen. Es handelt sich um ein gehobenes Restaurant mit einer guten Auswahl an unterschiedlichen Fischgerichten und uns haben die verschiedenen Süßwasserfische ausgezeichnet geschmeckt. Vorsorglich möchte ich jedoch darauf hinweisen, dass für das Gedeck und Brot ein Coperto erhoben wird und dass man etwas Zeit mitbringen sollte. Soll es nicht ganz so exklusiv sein, so befindet sich direkt gegenüber eine Holzkohlen-Steckerl-Fischgrillerei mit neppem Personal und ebenfalls sehr guten Fisch. Man holt sich selber sein Essen und sitzt draußen auf Bänken. Ihr habt also die Wahl, aber der Fisch war in beiden Fällen ausgezeichnet.